Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Und wenn Sie schon mal dabei waren, dann wissen Sie, dass wir dieses Event, das Webinar mit Dirk Hilger veranstalten. Guten Morgen, Dirk. Und ja, ich freue mich, dass Sie heute wieder live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns zunächst mal den Risikohinweis an, denn auch das wissen die meisten von Ihnen, dass das Webinar nur zu Schulungszwecken dient. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Ja, unabhängig davon, was uns Dirk heute zeigt. Okay, dann, lieber Dirk, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, Mikro einschalten hilft immer so ein bisschen, ne? Ist besser, ja. Gerade wieder festgestellt. So, Moment, war gerade ein bisschen dunkel bei mir. Hoffen wir, dass es jetzt irgendwie besser ist. So, eine Sekunde. Und dann bin ich auch sofort da. So, und sage an der Stelle, wenn jetzt alles irgendwie richtig gelaufen ist, dann erstmal einen wunderschönen guten Morgen hier zum Live-Trading-Webinar mit FXWet und meiner Wenigkeit und dem lieben Nelson. Ich habe nur gerade geguckt, ob ich den richtigen Titel da unten drin habe, aber da steht Live-Trading, von daher erstmal. Ja, die Videoübertragung ist besser. Bitte? Die Videoübertragung ist besser, sage ich. Ja, ich habe nichts gemacht. Vielleicht, ich vielleicht hat er gut. Nicht mehr so wie früher. Ja, das ist doch gut. Vielleicht haben die ja da halt auch mal so ein bisschen was verbessert, was ja auch nicht so schlecht wäre. So, was soll ich sagen? Kurze Rede, langer Sinn. Ich glaube, die Märkte, das ist momentan, also es gibt jetzt diesen typischen Turnaround Tuesday. Ich glaube, den werden wir heute eher nicht sehen. Heute wird das eher so ein Rumtouren-Dienstag, schätze ich mal. Und warum das so ist, das werde ich hier gleich mal am großen Bild versuchen zu zeigen. Ihr könnt aber gerne, nichtsdestotrotz, ich mache das mal hier auf, parallel, damit ich halt auch sehe, wer so da ist und wer guten Morgen sagt oder was anderes sagt. Und ihr könnt natürlich auch gerne mal irgendwie so eure eigenen Einschätzungen und Richtungen für heute reinstellen. Und dann kann ich mir das ja parallel auch mal mit angucken. Es dreht sich alles um Nelson hier in den Fragen. Nelson, ich glaube, du musst das alleine machen. Guck mal. Ausnahmsweise mal. Ja, ist doch schön. Es ist ein bisschen dunkel hier, ne? Ich weiß, irgendwie, keine Ahnung. Es ist aber auch, weil es draußen dunkel ist, deswegen sind hier die Kontraste ein bisschen höher und deswegen halt das Ganze etwas, ich will jetzt nicht sagen düsterer, aber halt jetzt nicht ganz so hell, wie ich das eigentlich wollte. So, ich gehe mal rüber auf den Hauptbildschirm gleich, damit wir uns hier nicht zu lange an Gefasel aufhalten. Weil mit der Eröffnung müssen wir mal gucken, wie das jetzt halt hier werden. Ah, Nelson, ich habe übrigens einen neuen Stuhl. Das heißt, heute sollte es dann nicht mehr automatisch runterfahren. Und ich in der habe ich das Bild gesehen. Sehr gut. Ja, ja, siehst du. Aber gut. Deine Soundqualität ist nicht so top wie sonst. Moment. Nee? Bin ich zu leise, oder? Jetzt irgendwie knackt es ein bisschen so zwischendurch, oder? Ich bin das. Nee, das Mikro ist verschwunden. Es ist irgendwo in meinem Pulli versunken. Moment, ich gehe mal auf die Suche. Sekunde mal eben, ich mache mal kurz den Ton aus. Wenn du jetzt noch Musik anmachst, könnte es schon fast erotisch werden. Ne? Ach stimmt, das Bild war ja noch an, verdammt. So, es sollte aber, ja gut, sollte aber dann jetzt besser sein, ne? Ja, ja. Ja, blöd, ne? Aber wie gut, dass nur die kleine Kamera war. Daher.
Ja, der war gut. Den muss ich hier leider lassen. So, also wie gesagt, ihr könnt gerne hier reinschreiben, so wie ihr das seht, was heute halt irgendwie passieren könnte und warum. Und ich gucke mir, wie es, wie gesagt, gerne an, weil ich halte es tendenziell jetzt erstmal alles so ein bisschen für seitwärts. Und also was derzeit halt heute passieren dürfte. Ich habe übrigens das Live-Chart ist schon freigeschaltet, also die Stundenansicht zumindest. Jeder, der das Add-on hat, mit oder ohne Lizenz, so machen wir das ja eigentlich immer, kann bei den Webinaren auch entsprechend die Levels dann halt selbst im Chart dann halt sehen. Ne? Also jetzt hier den Tageschart nicht, den habe ich vergessen freizugeben. Der ist aber auch nicht so wichtig jetzt hier fürs Daytrading. Eher dann halt für die größere Ansicht. So, warum sage ich, dass die Tendenz eher seitwärts sein müsste? Aus folgendem Grund. Also wir haben hier oben auf der Seite, da sieht man es ja, ich gucke mal hier, ob ich hier mitten im Bild bin oder so, bin ich aber nicht. Das passt. Ich mache die Levels mal kurz aus, die runden Marken. Die sind ja nicht so wichtig. Und da sieht man jetzt halt zum Beispiel Folgendes. Also wir haben hier halt hier oben Support auf der Oberseite, das sind Tageskerzen, ne? Tag hoch, dann halt nicht runter, hier weiterhin der Support und das Ganze so in dem Bereich von, lass mal hier so ein bisschen eingrenzen, ist das so ungefähr das Segment, wo wir jetzt halt erstmal Widerstand haben auf der Seite, weil das halt eben jetzt als letztes Support gewesen ist und wir natürlich, wenn man das halt mal in Außenstäben dann auch entsprechend auseinanderdröselt. Und dann haben wir hier oben den letzten Außenstab, also relativ genau über der 13.000 und wo er jetzt halt versucht wieder zurückzulaufen. So, das heißt, im Laufe des Tages, ob jetzt sofort bei der Öffnung oder halt später, das wird man halt sehen. Aber dass er so ohne weiteres da halt jetzt drüber steigt und hier oben rausläuft, glaube ich erstmal nicht. Auf der anderen Seite haben wir es hier unten ganz genauso. Das heißt, zeichne ich auch mal hier an der Stelle ein. Hier haben wir halt auch so ein Cluster, das sogar runterreicht bis da unten in dem Bereich. Ja, und da sieht man ja halt auch, das ist auch schon mal versucht, gekauft zu worden, aber generell ist das so die potenzielle Range. Also das ist jetzt natürlich schon erstmal halt Tendenz runter, aber es ist halt dann die Frage, wie weit, beziehungsweise wo grenzt man das halt hier jetzt genau ein? Also weil das ist halt generell, ist natürlich die Farbe jetzt an der Stelle falsch. Aber das wäre generell natürlich, hier nur was Grünes, ja, oder sowas Ähnliches. Ja, das wäre halt aber generell der Support-Bereich. So, und viel mehr sollte sich da nicht abspielen. Auch hier die 12.891, was ja halt eben auch schon ein paar Mal vorher thematisiert war, hängt damit zusammen. Das ist diese Geschichte hier, diese Abwärtsbewegung, die ist halt genau hier gestartet. Und da versucht er sich jetzt halt auch drüber zu halten. Da denke ich aber eher, dass wir die relativ schnell halt nochmal sehen. Und das heißt also, das ist jetzt halt primär eigentlich der Bereich von hier oben etwa von der 13.050 bis 12.891. Das ist so der Hauptbereich, wo ich es jetzt eigentlich erstmal heute Morgen sehen würde, wo sich das Ganze abspielt. Das heißt, so ein bisschen uneinheitlich die ganze Geschichte. Und darüber hinaus will ich erstmal auf gar keinen Fall halt denken. Und das kann natürlich jetzt einfach auch sein. Ich meine, das sind die beiden jetzt einfach gegeneinander laufen. Also einmal die Supports hier oben, die jetzt zum Widerstand werden, dann halt hier die Käufer hier auf der Unterseite. Und das heißt, in dem Bereich, sollte sich das Ganze jetzt erstmal konzentrieren mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit, dass wir da unten einfach durchrauschen, diese Sprachfehler heute Morgen, glaube ich erstmal nicht. Vielleicht ein paar Anläufen, das ist natürlich möglich, weil was ich halt hier sieht man natürlich auch, hier oben in dem Bereich fehlt. Das ist halt ein neues Hoch. Das hat er halt nicht gemacht. Und das ist dann natürlich dann auch so ein bisschen immer ein Indiz dafür, dass da halt erstmal noch was Tieferes kommt. Und das kann natürlich halt auch durchaus sein, dass wir dann auch nochmal ein Stück weit sogar bis hierhin, bis in diesen Bereich halt reinlaufen. Das ist dann so die 12.100. Das wäre so das Maximum erstmal. Und dann halt eben nochmal neuer Anlauf kommt. Genauso könnte es aber eben auch sein. Ja, es sind ganz schön viele könnte heute, ne? Ich weiß. Aber wenn man das, sich das hier mal anguckt, plus eben die Geschichte hier, also wir haben halt hier, hoppla,
Das war der falsche. Wir haben halt hier einfach abfallende Hochs zusammen mit steigenden Hochs. Ne? Und hier entsprechend dann für meine Begriffe, das passt ja dann halt auch dazu, sieht man so, wo die Tendenz halt hingeht und deswegen halt so dieser Bereich eben als Konzentrationsbereich. So würde ich das halt mal sehen. Jetzt kann man mal versuchen, das hier im Stundenchart ein bisschen genauer aufzudröseln. Das sind jetzt übrigens die Linien natürlich aus dem Live-Chart und wo ich ja gerade meinte, ne, die sind jetzt freigegeben während des Webinars, so dass halt auch jeder, der keine Lizenz hat, das jetzt zumindest währenddessen dann halt auch sehen können sollte. So, hier unten habe ich es halt auch, das ist entsprechend auch das Bild aus dem Blog, da unten auch, das wäre so die Supportzone, wo er gerne mal drauflaufen darf, weil da sieht man halt auch, die letzte Abwärtsbewegung wurde halt gekauft. Hier halt auch mehrere Außenstäbe, ziemlich lange im Stundenchart und da fehlt halt auch so ein bisschen der Aufsetzer, die 12.800. 33. Das wäre halt eigentlich nur konsequent, dahin mal zurückzulaufen und dann dort nochmal versuchen, eben auch nach oben zu starten. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit das Ganze runtergehen wird. 12.891 ist es natürlich halt, wie gesagt, es hat schon einen Punkt, der kommt aber auch aus dem Daily. Und das heißt natürlich nicht, dass der da punktgenau bremsen muss und hochdrehen muss. Weil, wenn man im Tageschart natürlich dann irgendwie nachher sieht, da ist ein kleiner Docht, beziehungsweise eine kleine Lunte durch die 12.891. Und dann kann das durchaus problemlos auch irgendwie 100 Punkte sein. Das fällt ja dann kaum auf. Ne? Deswegen, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man da halt daily über andere Dimensionen entsprechend spricht. So, was jetzt halt hier auch ins Auge fällt, wir haben noch 3 Minuten bis zur Eröffnung, was hier definitiv ins Auge fällt, ist die Geschichte hier, auch hier Außenstab nach unten. Also das ist der hier, mal ein bisschen größer zu machen. Das ist diese massive Abwärtsbewegung von gestern. Und wo er jetzt hier gerade am Maximum eigentlich angekommen ist. Und solange das auch aussieht, solange der halt da nicht drüber schließt, soll es halt auch nochmal ein Stück weit da nach unten gehen. Also die 8-Uhr-Kerze, das sieht jetzt schon ein bisschen massiv long aus, also jetzt die hier. Und heißt aber erstmal nichts. Außer wir schießen jetzt irgendwie in einer Minute noch da oben hin und bleiben da stehen. Dann werden wir halt hier eher einen Rücksetzer drauf kriegen. Da wird dann wahrscheinlich der Markt versuchen, das entsprechend dann halt zu halten. Das heißt, dann wäre hier tatsächlich sogar schon wieder gleich long angesagt. Aber wie gesagt, ich glaube eher, dass wir ziemlich genau jetzt hier enden, dann irgendwie einen kleinen Spritzer nach oben machen und dann nochmal relativ schnell die Unterseite dann halt sehen und dann halt auch nochmal die 13.000. Also das wäre jetzt so mein Ansatz hier für die Eröffnung, dass die sich halt in dem Segment abspielt, vielleicht auch noch ein bisschen höher. Obwohl, das passt eigentlich alles ganz gut zusammen, wenn man sich halt auch hier oben die Unterseite von dieser Welle halt anguckt. Da sind wir bei 13.067. Das kann natürlich auch sein. Aber hängt jetzt, wie gesagt, so ein bisschen davon ab, so was sich in dem Bereich jetzt halt abspielt. Also die Linien, die ich jetzt einzeichne, die sind nicht zu sehen. Im Live-Chart, weil ich die jetzt halt hier auch nur als Client, also sozusagen als Beobachter drin habe. Ja, aber das wären jetzt halt diese beiden Punkte, also 13.44 und 13.070. Die übertrage ich mir auch mal kurz hier rüber. Hier in den Minutenchart. So, das heißt, die hier. Die ist natürlich schon ziemlich genau zu beachten und logischerweise haben wir da jetzt halt auch das Value Area High. Was wir natürlich jetzt haben, das könnte auch entsprechend dazu führen, dass wir vielleicht einen Schuss nach oben kriegen. Das ist halt entsprechend das Gap, ne? Also wir haben halt hier schon ein ordentliches Kassa Gap, ein Aufwärtsgap, was wir da jetzt halt kriegen. Und womit der Markt jetzt halt erstmal startet. So. Das heißt, also nochmal, ich mache jetzt hier nochmal die 13.070, falls er da überhaupt hinkommt. Aber glaube ich jetzt eigentlich schon. So 13.67, 0.67 waren es eigentlich, ne? Aber wir gucken mal. Die erste Minute muss man jetzt nicht unbedingt direkt machen, aber er hat hier, und das sieht man ja, ne, direkt über diesem Außenstab jetzt halt geschlossen.
Entsprechend, wie ich ja gerade gesagt habe, wird jetzt versucht, das erstmal zu halten. Das heißt, es könnte schon sein, dass es direkt nochmal ein Stück höher geht. Aber ich würde jetzt schon mal erstmal ein paar Minuten abwarten, bevor ich da halt jetzt eine Position irgendwie aufmache. Das hat halt nicht lange gedauert hier, dieser Support, sondern geht jetzt halt direkt wieder auf die Unterseite. Deswegen, da darf man sich auch nicht so sehr davon täuschen lassen, wie so eine Kerze dann halt aussieht. Das hat nicht unbedingt so wahnsinnig viel zu sagen. So, und generell ist bei mir halt immer so, beziehungsweise behaupte ich zumindest immer und meistens bewahrheitet sich auch, dass ich halt sage, ein Gap Close ist kein Long-Signal mehr, ne? Also wenn es jetzt aus der Richtung dann halt kommt. So, und das heißt, da sind wir hier unten. Hier steht irgendein falsches Datum. Da sind wir hier unten bei der 925 etwa. Also wenn er da erstmal hinkommt und das eigentlich, dann ist eigentlich Long auch vorbei. Und ich glaube nicht, dass das hier großartig supportet, wenn wir da landen, sondern dass wir da halt relativ schnell dann auch noch eine Etage tiefer rutschen. Ihr seid so ruhig, was denn da los? Da kommt ja irgendwie kaum was an Nachrichten rein. So, und das wäre natürlich jetzt schick, wenn er jetzt halt einmal versucht, hier oben drüber zu laufen, und dort würde ich dann auf jeden Fall dagegen halten, wenn wir den da kriegen sollten. Ja, was man aber halt jetzt auch tatsächlich schon sieht, ist, dass der Markt halt die Punkte hier jetzt auch erkennt. Ja, läuft punktgenau bis dahin zurück. Hier ein kleines Cluster, aber jetzt auch nicht so wild. Von daher kann man sich das jetzt ruhig mal kurz noch angucken. Ja, wir lauschen gebannt deinen Worten. So, kann man sich das Volumen einblenden lassen? Ja, also ne, insofern, dass man halt hier die Glocke hat, das geht ja sowieso. Oder das Orderbuch, sofern man halt entsprechend den Future halt auch im Konto hat, ne? Das heißt, was ich ja hier mache, ist ja Volume Mapping. Das heißt, wir sehen zwar CFD, aber das Orderbuch und das Volumen kommt halt aus dem Future und wird entsprechend dahinter gemappt. So. Das ist schon so ein bisschen ordentlich Druck nach unten hier. Aber die ersten 5 Minuten würde ich jetzt trotzdem mal noch abwarten. Klar hätte man natürlich jetzt auch irgendwie direkt Short gehen können, ne? Aber hätte Fahrradkette. Bringt uns nicht weiter, weil ich dachte halt schon, dass wir da oben halt nochmal einen kleinen Schub darauf kriegen, dass das halt hier, ne, das, was ich vorhin meinte, die 13.044, wo ich ja hier sagte, da halt kann man, beziehungsweise da wäre halt direkt nochmal ein Long-Signal, ne, das hat ja nicht lange gehalten. Also das hat nicht wirklich was gebracht. Also sieht man hier im Minutenchart noch nicht mal, weil das hier war um 8.59 Uhr, aber im Tickchart hätte man es halt gesehen, da hat es ein paar Mal versucht, da oben zu halten, ist dann halt eben doch drunter gerutscht. So, aber erledigt ist das Thema wahrscheinlich auch noch nicht, wie man hier sieht, weil direkt hier am Point of Control, also dort, wo jetzt halt für heute bis jetzt das meiste Volumen war, dort wird jetzt erstmal gekauft. Das supportet hier an der Stelle und das könnte schon dazu führen, dass wir halt noch einmal da oben hinlaufen und dann, wie gesagt, einmal auf die 70 und dann muss man halt mal gucken, was passiert. Außer das wird jetzt halt hier mit ordentlich Schwung dann halt verkauft und dann stehen wir natürlich auch ganz schnell hier bei der eben zitierten 12.987. Ja, aber hier ist halt ganz klar, hier sieht man ja, da wird jetzt schon versucht, das Level zu halten und also dem Braten traue ich jetzt noch nicht ganz. Zu Recht, wie man gerade sieht. Sondern würde schon mal eher gucken, auf der Oberseite was zu kriegen. Long kommt für mich aber hier eigentlich nicht
in Frage, auch wenn wir jetzt da halt oben drüber geschlossen haben, ich glaube echt eher, dass wir halt so ja, erstmal eine Zeit lang hier oben halt jetzt gleich noch stehen werden und dann muss man halt nachher um 9:30 mal gucken, was dann halt passiert oder vielleicht sogar erst um 10. Also weil ich ja generell auch davon ausgehe, dass wir seitwärts laufen und für meine Begriffe wir hier relativ nah auf der Oberseite der möglichen Range sind, deswegen kommt jetzt für mich hier Long nicht in Frage. Na, ich glaube, das ist ja auch dann irgendwie nachvollziehbar, dass das dann halt nicht so unbedingt der passende Ansatz ist. So, Nelson, wie ist das Wetter in Rating? Bist du überhaupt in Rating? Nee, aktuell bin ich im Homeoffice, aber ich bin später im Büro. Wollten wir das nicht mal zusammen machen? Ich glaube, es ist auch schon ein Jahr her, ne? Ist schon was her, aber können wir tatsächlich demnächst mal in Angriff nehmen. Ja, ne? Wenn du ja eh noch da bist. Hier in Kalifornien. So, ich gehe mal eine Zeiteinheit runter hier oben. Ich schnapp mir mal den M15 und gucken, was der so treibt. Weil das hier bringt jetzt irgendwie, glaube ich, relativ wenig. Da halt zu operieren, solange da jetzt nicht irgendwie ein größerer Impuls da halt kommt. Ja, wirklich halt hier nur 10, 20 Punkte rauf und runter gerade laufen. Mehr ist ja noch nicht passiert. Und so wirklich die Käufer bleiben hier halt auch aus, die Verkäufer aber eben auch. Und was natürlich jetzt hier nochmal deutlicher wurde, ist halt die 13.044. Ne? Also es hat einfach nur am Außenstab halt angesetzt. Das war jetzt kein Hexenwerk, das Ding hier. Von daher ist es jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Aber was mich halt eben so ein bisschen irritiert ist, dass wir halt hier als Außenstab drüber geschlossen haben und er jetzt halt dann trotzdem hier nochmal reagiert. Das gefällt mir noch nicht so wirklich. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht einfach short direkt reingesprungen, weil, und das ist ja eben das, was ich vorhin auch gesagt habe, was wir halt haben, ist ein Aufwärtsgap. Und das sind immer erfahrungsgemäß solche Situationen, wo der Markt auch erstmal gucken muss, beziehungsweise wo der Markt dann auch oft nicht selten irritiert ist. Und das Gap halt erstmal in irgendeiner Form verarbeitet werden muss. Aber wie gesagt, dass das halt eben so hält. Das halte ich für ein Rätsel, für ein fragwürdig. Und wie gesagt, wenn es dann mal zu ist, dann kriegen wir halt wohl auch den Schub nach unten. Aber hier wäre jetzt, glaube ich, echt würfeln, ne? Also hier die ganzen Dochte da angucke, die ganzen Lunden besser gesagt. Da ist halt dann echt so die Frage, hockt da noch einer, der irgendwie drauf wartet, noch einen Punkt besser reinzukommen, oder sitzt da oben einer, der nur drauf wartet, auf den Knopf zu drücken? Deswegen, da wäre ich gern so ein paar Meter weg davon. Bevor ich da halt irgendwo eine Position eröffne. So, aber ob long oder short, hat keiner was dazu gesagt. So. Ich hätte es ja gerne mal irgendwie aufgegriffen. Auch wenn es jetzt zum Beispiel halt so ein Thema ist wie, wir haben da halt eine Formation so und so und so und so. Also ich kenne mich zwar jetzt nicht so wahnsinnig gut mit Formationen aus, aber nichtsdestotrotz könnte man ja mal versuchen, sowas nachzuvollziehen und dann halt entsprechend mit den ganzen horizontalen Leveln dann halt abzugleichen. Ne? Also das meinte ich halt jetzt gerade. Ob da noch einer sitzt, der dann irgendwie 2 Punkte tiefer noch unbedingt da rein will oder nicht, das ist so ein bisschen schwer abzusehen. Deswegen. Kann jetzt halt hier passieren, ne? Ist ja halt einfach dann der nächste Zack nach oben oder deswegen finde ich es nicht so schick hier. Egal wie das jetzt hier aussieht, das ist nur der Minutenchart, das darf man halt nie vergessen. Und der ist eigentlich immer nur dazu da, um so ein bisschen die kurzfristige Einstellungen dann halt irgendwo zu erkennen, aber jetzt nicht, um da zum Beispiel irgendwas abzuleiten. Also wäre das jetzt halt hier Stundenchart, dann würde ich wahrscheinlich jetzt schon short gehen, aber den Minutenchart,
dem traue ich bei solchen Bildern halt nicht wirklich. So, die ersten beiden 5 Minuten sind um. Machen wir den hier auch mal an. Man hat irgendwie keine Lust da unten. Keine Lust mehr, das umzustellen, warum auch immer. So habe ich halt die 15 Minuten Kerzen im Hintergrund und versuche jetzt halt auch entsprechend die hier. Also das wäre dann jetzt eher noch ein Punkt, wo ich dann halt sage, wenn wir jetzt diese 15 Minuten Kerze, die warten wir jetzt mal ab. Ne, weil es ja vom Prinzip her auch ein Außenstab ist hier, wenn wir da drunter schließen, also unter dem Bereich. Und da würde ich dann halt mal gucken. Aber erst wenn die halt fertig ist, ob man nicht den dann entsprechend als Short-Einstieg da halt nutzen kann. Also etwa die 13.020. Und wenn er mir vorher abhaut, auch dann wäre das eigentlich ein ganz guter Punkt. Kann dann halt vielleicht ein bisschen dauern, bevor wir die dann halt nochmal sehen, aber vom Prinzip her schon. Ne, aber so die generelle Tendenz, dass wir da nicht einfach oben weglaufen, das zeigt sich ja gerade schon. Und egal, wie long es aussieht, das heißt dann erstmal nicht allzu viel. So, jetzt haben wir natürlich hier bei 13.000 natürlich so eine Psychomarke halt mal wieder. Und wie ich halt immer sage, immer Finger weg von runden Marken. Bringt meistens eh nichts. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil halt eben viele, die jetzt zum Beispiel dann irgendwie Zertifikate oder sonst was handeln, da halt einfach so ein bisschen rudimentärer rangehen und nicht so genau. Und wir dort natürlich dann halt relativ viele Stops dann halt eben halt haben, die dann halt knapp drüber, knapp drunter und so weiter dann halt liegen und die natürlich dann halt auch so ein bisschen den Markt hinter sich herziehen, wenn das Ganze halt getriggert wird. So, zum DAO. Fragt nämlich gerade der Sebastian, gucke ich mir gleich an. Ich würde jetzt hier nämlich, wie gesagt, noch die 2 Minuten erstmal abwarten, ob wir da halt entsprechend das Tief, wenn man das gestern, das ist die Frage vom Sebastian, sehe ich eine Chance auf eine Short-Umkehr. Also DAO ist natürlich so ein bisschen aussagekräftiger Moment, aber wie gesagt, ich gehe da gleich drauf ein. Das habe ich in meinem Blog, habe ich ja auch noch was dazu geschrieben. Und das hat auch soweit jetzt auch gepasst. Also das eigentlich vom Freitag an gesehen halt schon. Beziehungsweise eigentlich schon viel länger, weil er eigentlich genau dorthin gelaufen ist, wo ich die ganze Zeit gesagt habe und jetzt natürlich da oben ein Problem bekommt. Und daher, das ist schon tricky. Also im DAO, was das halt werden könnte. Habe ich gestern irgendwie auch so bei Facebook irgendwie mal quer drüber geguckt und da war dann irgendwie auch in einigen Gruppen, so, wo dann so ein bisschen geunkt worden ist. Ne? Das hat jetzt irgendwie halt nach dem Motto Crash Runde 2, also ist nicht über uns geunkt oder halt über das, was ich schreibe, sondern generell, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ne? Aber wie gesagt, das machen wir gleich. Die Chance besteht schon, dass der gesamte Markt hier wirklich nochmal kippt. Also die Gefahr ist da. Ich will es nicht Chance nennen. Bei Short immer so ein bisschen böse, aber die Gefahr ist definitiv da, dass das passiert. So, also jetzt noch ein paar Sekunden. Für mich ist der M15 immer so ein bisschen mitentscheidend, weil es natürlich halt mal so die erste, in Anführungszeichen, größere Zeiteinheit ist, die dann halt abgeschlossen ist. Und man da nicht immer, aber eben doch relativ oft eine Tendenz erkennen kann, was jetzt dann halt als nächstes passiert. So, ne, und jetzt haben wir genau das Ding. Wir haben hier drunter geschlossen unter der 21. So, und da würde ich jetzt erstmal mit einer kleinen Position da reingehen. Wenn wir jetzt aber nochmal da hochlaufen, dann kann man das vergessen. Dann würde ich eher eine Etage höher halt ansetzen. Also, beziehungsweise ich mache den Stop hier ruhig mal ein Stück weiter. Weil wenn er das jetzt hier am Stück kauft, dann
Haken dran. Dann würde ich mir eher halt die 9:30 Uhr dann halt anschauen. So, erstmal Impuls, soweit ist, das ist okay. Ne? Das hängt jetzt natürlich auch noch mit der 13.000 an der Stelle zusammen. Wobei das Maximum wäre hier natürlich, also eigentlich sitzt der Stop so ein bisschen falsch. Eigentlich gehört er natürlich hier oben drüber, weil wir natürlich genau das als möglichen Spielraum halt hier haben. Also, dass wir halt nochmal hier zur 044 halt laufen, kann halt sein. Aber den könnte man dann ja auch zum Beispiel skalieren. Aber es darf natürlich auch nicht allzu lange dauern, ne? Ist halt auch klar. So, bitte nicht nachmachen, ne? Wie immer. Ohnehin bin ich jetzt hier erstmal nur ganz, ganz klein da drin. Um einfach mal zu gucken, ob man den hier skaliert bekommt oder auch nicht. Ja, weil, wie gesagt, also nochmal, mein Ansatz ist ja halt jetzt hier der, was den Außenstab hauptsächlich im H1 angeht. Und der hat halt nun mal hier oben drüber geschlossen. Und deswegen ist es natürlich auch möglich, dass wir da oben noch eins dran setzen. Ne? Wir sind auch schon bei der 4-4 an der Stelle. Und deswegen, wenn der jetzt da oben durchgeht, dann gehe ich da raus. Und dann kommt nämlich eigentlich das Szenario, was ich halt ganz am Anfang auf dem Schirm hatte. Noch eine Sekunde warten. So, wo ist denn eigentlich mein Orderbuch hin? Das will irgendwie gerade nicht. Also, was jetzt hier ganz klar fehlt, ist natürlich halt irgendwo der Verkäufer oder die Verkäufer, die eigentlich von hier bis dahin gelaufen sind, die brauchen wir hier jetzt nochmal. Und wenn die nicht kommen, dann kann man das vergessen. Also viel mehr als das, was wir jetzt hier sehen mit der 044, ist halt nochmal die Grenze. Aber da fehlt halt jetzt, wie gesagt, ein Schub nach unten. Deswegen dann lieber halt mal hier mit einer Mini-Position starten und dann mal gucken, was da jetzt passiert. Das sieht leider so ein bisschen aus, als gäbe es gleich einen Peak nach oben. Ne, was halt eindeutig gar keine Dynamik mehr jetzt nach unten da. Ne? So, jetzt ist halt immer die Frage, bis wohin spielt man so ein Spiel? Ne? Weil typisch wäre jetzt natürlich halt auch, dass wir jetzt erstmal ganz kurz hier die Stundenkerze einmal kurz umfärben. Das heißt, dass wir gehen einmal oben über die Eröffnung drüber und kommen dann erstmal wieder runter. Das wäre jetzt halt auch typisch. Aber trotzdem wäre ich dann zumindest mal beim größeren Konto schon eher der Fan davon, zuerst mal zu sagen, komm, warte mal kurz und hör auf zu raten, wo es dann irgendwie passiert, sondern guck lieber, bis es dann halt passiert ist. So, aber also sobald jetzt hier irgendwie, sobald ich sehe, dass dann halt nochmal ein bisschen mehr Bewegung nach unten kommt, würde ich auch eine zweite Position hier dazugeben. Solange wir hier aber nur so ein bisschen rumturnen, lasse ich das erstmal sein. So. Der Waldemar, also Moment, könnte man das Daily Außenstabstief, welches gebrochen wurde, in der Stunde als Trigger nutzen? 13.007. Also ich mit Triggern ist echt immer so bei tendenziell seitwärts, was wir ja momentan jetzt hier erstmal haben, ist immer so ein bisschen schwer, ne? Damit mit echten, also ich. Bevor ich ja halt irgendwie eine neue Linie irgendwie einzeichne und sage, so, das ist jetzt halt der Trigger für diesen, das und jenes, ne? So, das meinte ich halt jetzt, ne? Jetzt kann, Sekunde eben. Also, jetzt könnte man sagen, okay, der geht jetzt da oben drüber, wechselt einmal kurz die Farbe und das war's dann. Kann man halten,
Kann man natürlich aber auch irgendwo dann halt mal warten, bis es passiert ist, weil jetzt stecken wir hier erstmal in der 067, sieht man da oben, ne, ganz deutlich fest. So, wenn der jetzt halt nochmal kommt, kann ich ihn auch genauso gut wieder aufmachen, ne, an der Stelle, wo ich jetzt hier gerade war. So, 29. Weil das hier ist natürlich halt auch rein vom, wenn man sich das mal anguckt, ne? Außenstab M15 Long, Außenstab M15 Short und jetzt da oben raus, das ist natürlich Katastrophe seitwärts. Anders kann man das halt nicht sagen. Und ist aber halt eben auch dem geschuldet, weil wir halt hier H1, Außenstab Long, nach Außenstab Short. Deswegen, das läuft halt alles ziemlich gegeneinander. Aber mal gucken, wie das da oben jetzt aussieht, wenn da jetzt halt irgendwie eine lange Kerze nach oben kommt. Dann würde ich die auf jeden Fall nochmal shorten. So. Quatsch, den wollte ich gar nicht. Ich wollte den hier mal ein bisschen kleiner machen. So, mal gucken. Ah, den Dow habe ich gar nicht parallel auf. Das werde ich gleich mal noch machen. 9,22. Ja, gleich kommt die Knoppers-Fraktion. Mal gespannt, was die dazu zu sagen hat. Ne? Und das meine ich halt auch, ne? Dass das macht halt irgendwie relativ wenig Sinn, sich da halt irgendwie dann halt drauf zu spekulieren. So, ja, vielleicht dann jetzt dies, vielleicht dann jetzt jenes. Dann lieber mal raus. Und dann halt mal gucken, weil selten ist es ja so, dass man ausgestoppt wird und dann halt irgendwie der Markt direkt wieder dreht. Außer man hat den Stop wirklich saublöd irgendwo hingesetzt. Und dann ja, aber dann sollte man sich wirklich eher Gedanken über seine generelle Stop-Setzung halt machen und irgendwie nicht darauf fluchen, weil der Markt einen immer genau ausstoppt. Habe ich auch schon hingekriegt, kriege ich ja immer noch teilweise hin. Das ist auch überhaupt nicht die Frage. Da fühlt man sich immer so ein bisschen paranoid und denkt, der Markt hat auf einen abgesehen. Aber in Wahrheit ist es dann eigentlich nur so, dass man dann halt eher was übersehen hat und das jetzt nicht unbedingt an dem verrückten Markt liegt, sondern dann halt tatsächlich eher an der eigenen Herangehensweise. So, die 106. Das wäre natürlich halt so schon nochmal relativ stramm, wenn wir die halt nochmal irgendwo angehen. Aber auf der anderen Seite auch auf jeden Fall eine Nummer, wo ich blind dabei wäre. Weil jetzt hier im, ich mache den mal einen kleinen, fange ich den mal nochmal an hier. Was man jetzt halt sieht, ist halt hier auch im Tageschart. Ja, wer läuft jetzt halt einfach komplett in diesen Bereich halt rein? Das ist soweit okay. Und kritisch wird es eigentlich erst dann. Also, das wäre halt auch höchst selten, wenn wir jetzt da einfach über das Hoch von gestern drüber laufen. Also. Das wären wir dann bei irgendwie 13.160. Das halte ich für, ehrlich gesagt, nicht wirklich machbar. Man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Einschätzungen. Aber da ist halt eben, das hätte extrem hohen Seltenheitswert. Also, das ist so ein Bild halt, ne? Das gibt es so gut wie nie. Außer man hat irgendwie halt irgendwelchen bahnbrechenden News, Wahlen, Zinssatzentscheide oder solche Späße. Dann kommt sowas schon mal halt irgendwie eher, aber jetzt nicht irgendwie im normalen Handel. Deswegen bin ich da halt auch jetzt relativ schmerzfrei, was da oben jetzt halt nochmal irgendwie neu Short halt angeht. Und weil das halte ich für relativ ausgeschlossen. Wie gesagt, wenn, dann sind wir halt hier Zeuge von einer Ausnahme. Dann soll es eben so sein. Aber.
Ja, und generell halt auch nochmal hier zur Stoppsetzung, ne? Lieber hier mal raus. So, jetzt habe ich, auch wenn es dann nachher nicht aufgeht, aber ich finde halt hier irgendwie, wie waren das, 40 Punkte Pause zu machen, ist immer noch besser als irgendwie 40 Punkte lang zuzugucken, bis man irgendwie aus dem Markt rausfliegt. Und dann am besten noch irgendwie mit verbilligen, das tut einfach nur weh. Das ist halt Quatsch. Und dann lieber so. So, 25. Ich bin halt jetzt echt gespannt, was die, also die, der 15-Minuten-Chart sieht schon wirklich ein bisschen übertrieben merkwürdig aus. Ich zeige es halt hier nochmal. Und von daher bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was halt die 9:30 Uhr-Fraktion da gleich irgendwie veranstalten wird, weil oft ist es halt wirklich so, dass man ja dort nochmal halt deutliches Volumen bekommt und dann halt der Markt auch mal eine erste echte Richtung bekommt, wie das Ganze halt in der Stunde auflösen soll. Weil hier wird es jetzt ja auch schon eng, das sieht man ja auch, also das war jetzt, ist jetzt zumindest mal seit hier, seit der Kassaeröffnung beziehungsweise seit der 13.044, wo die jetzt gekauft worden ist, im zweiten Anlauf, ist es jetzt erstmal überhaupt der erste Widerstand. Von daher war das jetzt, glaube ich, erstmal nicht so verkehrt, da jetzt schon mal halt nochmal die erste zu eröffnen. Also generell, ne, was jetzt Positionsgröße angeht oder so, ist natürlich völlig irrelevant, sondern das ist halt jetzt eher so ausgelegt, dass ich sage, okay, ich mache halt irgendwie drei Orders halt maximal auf und versuche mich damit halt zu skalieren. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwie dann minus 40 Punkte stehen, ist es halt umgerechnet auf die gesamte Positionsgröße, ist es dann halt natürlich nur ein Drittel. Das heißt, da liegen wir irgendwo bei 16,7 Punkten. Und das ist aber dann halt nicht weiter tragisch. Ja, weil so muss man es ja letzten Endes halt machen. Also wie gesagt, wenn man halt von Dreien ausgeht, man kann natürlich halt auch mit mehr, aber generell ist die ganze Skalierungsgeschichte halt eigentlich immer so die für meine Begriffe, die halt am erfolgsversprechendsten ist. Trotzdem muss man natürlich auch da ganz klar aufpassen, dass man es halt eben nicht übertreibt. Ne? So, mich würde es noch nicht mal wundern, wenn jetzt halt der 15 Minuten, wenn wir in den nächsten 2 Minuten wieder hier unten stehen, also auf der Eröffnung, und dann halt eben nicht einfach die ersten 15 Minuten komplett ausradieren, sondern eigentlich wieder dann halt auf Anfang sind. Also das ist jetzt, wäre jetzt nicht so wahnsinnig außergewöhnlich. Und selbst wenn wir es jetzt nicht machen, den nächsten 2 Minuten, dann würde ich aber tippen, dass wir bis 9:45 Uhr dann halt nochmal da unten gewesen sind. Von daher bin ich jetzt auch nicht erpicht drauf, jetzt hier 20 Punkte mitzunehmen. Die wären es gerade schon gewesen hier an der Stelle. So, man wird halt schon gucken. Ich würde es halt hier versuchen, wirklich die Stundenkerze möglichst mit einer Position aufzulösen. Also wenn wir halt eine saubere Tendenz kriegen sollten und falls es irgendwie zwischendurch mal schnell geht, dann löse ich natürlich zwischendurch halt auch auf. Ja, aber das wäre jetzt halt hier mal so der Plan. Gucken, was der Markt davon hält. Moment, ganz kurz bitte. So, Ton wieder da, ne? Ja. Yep. Okay, so, noch ein paar Sekunden. Also kleiner Schuss hier drüber und dann halt zurück auf die, wo sind wir da unten? 0,50. Das wäre jetzt natürlich sehr, sehr nett. Da der DAX ja meistens nicht nett ist, gehe ich mal davon aus, dass auch diesmal nicht unbedingt der Fall ist. Aber das Ding ist halt generell, also was man halt oft hat, ne, das ist halt wirklich,
man jetzt wie hier so eine lange Geschichte hat, so eine lange Ausbruchskerze, oft ist dann so, gibt es ein kleines neues Hoch und dann gibt es die Korrektur. Aber Korrektur kriegt man fast immer bei so langen Dingern wie dem hier. Von daher wäre es jetzt halt für mich völlig Premium, deswegen wäre es halt Premium, wenn wir da halt wirklich einmal hier ein kleines neues Hoch machen, über die 106 drüber, ich da unten halt meine zweite Position reinkriege und das Ding dann halt irgendwie dann auflösen könnte bei der Eröffnung. Also hier die 054. Das wäre natürlich die schickste aller Varianten. Deswegen ziehe ich da jetzt auch großartig keinen Stop erstmal hinterher, weil da gibt es einfach noch gar keinen Grund dafür. Na, außer ich sage jetzt hier, darf jetzt hier kein neues Hoch mehr machen, aber wie gesagt, ich habe ja was anderes hier im Sinn. Aber ansonsten klar, wenn man halt hier den Short aufgemacht hat und will halt irgendwie nur 20 Punkte irgendwo mitnehmen, dann ist es natürlich der richtige Ansatz zu sagen, hier, ja, damit es eben kein neues Hoch mehr gibt. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Plan jetzt hier. Deswegen lasse ich dem jetzt da oben Luft, damit er auch, wenn er unbedingt will, da einmal da oben fischen kann. Jetzt bin ich halt echt mal gespannt, was er da jetzt veranstaltet mit der 15-Minuten-Kerze. Weil das sieht schon fast aus, wie wenn wir hier einfach nur zur Eröffnung halt einen Doji kriegen. Also das heißt, wenn wir halt um 10 Uhr tatsächlich hier in dem Bereich dann halt auch wieder schließen. Also läuft es irgendwie für meine Begriffe so ein bisschen drauf hinauf. Ich habe heute einen Sprachfehler. Drauf hinaus gerade. Das ist halt erstmal jetzt unten lange Lunte. Also es würde schon passen, wenn man echt hier dazwischen nochmal halt, ich hoffe, man kann das erkennen, hier oben im kleinen Bild, ne, wenn man dort halt dazwischen stranden, wäre jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Wir können ja mal, da muss ich kurz aufstehen, das ist natürlich auch doof. Aber ich kann ja mal Folgendes machen. Moment, ganz kurz. Schalte ich nämlich hier mal eben um. So, genau. Und da kann man sich jetzt, können wir es hier mal angucken. Also jetzt habe ich hier einfach beide nebeneinander. Ja, da sieht man ja auch, die 106 ist ja halt hier auch drin. So, und hier rechts habe ich ja jetzt eben den Dauer. Da kann ich da zumindest mal irgendwie kurz gucken. Da hat er vorhin, wie war das? Der Sebastian, ne? Short Umkehr und das Tief von H1, im H1 von gestern rausnimmt. Also das hier ist ja dann wahrscheinlich gemeint, ne? Das ist, finde ich, so ein bisschen einfach gedacht. Also generell, bei dem habe ich ja nicht umsonst hier oben die 599 jetzt erstmal drin, ne? Also in Rot. Das wäre schon noch so eine Geschichte, die kann der im Laufe des Tages halt machen. Aber dass wir einfach hier weiter in den Süden rauschen, nur wenn wir das Tief von gestern herausnehmen, also ich sehe es halt noch nicht, ne? Also ist halt die Frage, wohin, beziehungsweise wird es dann wirklich eine Umkehr? Das ist halt die große Frage, die es dann halt zu beantworten gilt. Das weiß ich natürlich nicht, weil dazu müsst ihr natürlich noch ganz andere Sachen machen. Weil hier, wenn man das mal ein bisschen kleiner macht, wie hier jetzt, und dann sieht man ja halt schon deutlich, dass wir halt hier die ganze Zeit von steigenden Tiefs leben. Also hier ist eins, da ist eins, da sind die nächsten zwei, da ist wieder eins. Und das hier ist jetzt hier nur gerade mal ein Korrekturpunkt von gestern. Und das heißt, die ganzen Geschichten hier, die müssten alle raus. Und hier unten ist natürlich schon eine Etage tiefer, ne, war 27.800 etwa. Spätestens dort wird es dann halt wieder eng mit Short. Weil da natürlich halt schon hier, ab da wurde ja, sieht man ja, massiv gekauft. Und da kann es halt, also halte ich für sehr wahrscheinlich, dass halt dort entsprechend auch nochmal ein bisschen Druck dann halt eben kommt. Und also nach oben dann entsprechend und dann halt eben die Käufer auch nochmal zuschlagen. Deswegen halte ich das so ein bisschen für
Bisschen zu einfach. Also Umkehr ist immer die Frage, ne, so in welchem Timeframe. Und also im Daily nicht so ohne weiteres, auch wenn der natürlich schon sehr short aussieht, der Daily, aber das ist halt immer ein bisschen, also ich finde es halt immer schwierig, irgendwie zu sagen, so der Trend bricht jetzt, ne? Dann eher gucken, so wenn er gebrochen ist. Aber da sind wir halt irgendwie ganz schön weit davon entfernt. Nur weil es jetzt hier gerade mal so ein bisschen zurücksetzt. Ich meine, was man jetzt hier halt erstmal hat, klar, das ist im Stundenchart, haben wir halt hier, haben wir jetzt eigentlich schon halt eine Umkehr. Die Frage ist aber halt, wie weit reicht die, ne? Also reicht die wirklich, um den nächstgrößeren Timeframe zu knacken? Und das ist ja schon dann entsprechend eigentlich der Daily oder halt eben nicht, ne? Und aber ich werde es gleich nochmal halt irgendwie auch im Größeren zeigen. Aber halt, ne, Umkehr deswegen, weil, um das mal kurz zu verdeutlichen, hier sind ja halt die letzten Tiefs gewesen. Ne, also hier die, beziehungsweise die letzten Supports. Von da aus wurde das letzte hoch gemacht. Und da sind wir drunter. Infolgedessen ist eigentlich der Umkehrpunkt ja schon hier an der Stelle erreicht. Aber man sieht ja gerade, was passiert. Ne, es halt fällt da mal ein Stück weit drunter. So, und jetzt wird halt schon wieder versucht, den Kram halt zu kaufen. Und zwar genau ab diesem Bruch von diesem letzten Tief. Und das ist halt einfach, also weil, klar, weil der Markt generell im Daily unverändert long ist, auch wenn er erstmal ein bisschen komisch short aussieht. Aber das ist halt Tendenz seitwärts erstmal. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Hat er jetzt hier gerade noch einen eingesammelt oder? Nee, noch nicht. Turnt nur ein bisschen an der Oberseite rum. Aber wie gesagt, machen wir gleich nochmal irgendwie im. So, jetzt haben wir die 106. Und die Knoppers-Fraktion, die habe ich hier ja komplett irgendwie gerade totgeschwatzt. Na, jetzt aber die 106 hier, das jetzt erstmal nicht weiter verwunderlich, dass da jetzt halt mal ein bisschen Gegenwind kommt. Wie gesagt, schick wäre natürlich jetzt, wenn es jetzt nochmal hier, wenn wir das jetzt nochmal testen würden, das wäre natürlich jetzt die netteste Nummer. Und die anstrengendste wäre, wenn wir halt hochlaufen würden auf 140 hier am Stück. Das ist natürlich jetzt das, wo ich nicht unbedingt großartig Lust drauf hätte, beziehungsweise mir ist das vom Prinzip her egal. Das ist halt nur dann aber eben, würde das dann eine Nummer werden, die wir hier bis 10 Uhr nicht mehr fertig bekommen. Hat mir auch schon öfters, und da muss ich ja nachher irgendwelche Livestreams dranhängen und irgendwie 1000 Postings, um das Ganze dann nachher aufzulösen. Das will ich aber eigentlich vermeiden. Ne? So, ich mache die mal erst ein bisschen weg. Weil unverändert bleibe ich halt bei dem, was ich für die Tageskerze halt die ganze Zeit schon sage. Aber das Problem ist natürlich, die Tageskerze braucht halt leider einen ganzen Tag. Ne? Und da wäre es natürlich halt, und Premium ist natürlich, das ist ja das, was ich hier so ein bisschen versuche, wenn man halt irgendwie möglichst früh oder möglichst hoch halt da reinkommt und das Bild dann halt eben später ein bisschen entspannter auflösen kann. Ob das dann halt, wie gesagt, direkt mit der ersten Stunde gelingt, das weiß man leider immer erst nachher. Aber die Chance ist natürlich da, sonst würde ich es ja nicht machen. Also die 141, wie gesagt, das wäre natürlich halt, dass der Punkt, der gestern ja halt verkauft wurde. Und da müsste er schon über das Hoch von gestern drüber laufen. Und das halte ich halt für enorm unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, das wäre dann halt hier oben. Ne? So, das heißt, da, aber es ist natürlich, wenn halt auch schon wieder 40 Punkte. Und dass wir dann aber halt den ganzen Berg dann halt wieder zurückverkaufen, wenn er jetzt noch dahin laufen sollte und das Ganze irgendwie bis 10 Uhr. Wahrscheinlich dann eher nicht, ne? Deswegen wäre das halt schon, auch wenn ich jetzt den Stop jetzt hier erstmal wegziehe, aber dann würde ich dann doch eher rausgehen und dann halt eher dazu raten, guckt euch das irgendwie im weiteren Verlauf an. Und wenn jemand die Idee gut findet, und dann kann er das gerne machen, aber sollte sich dann halt eher zeitlich noch ein Stück weit nach hinten orientieren. Ja, da liegen wahrscheinlich irgendwie zu viele Stops hier. Ne? Das kann natürlich sein.
So, jetzt will ich mal gucken, kommt da noch was nach oder nicht. Mich irritiert nur gerade ein bisschen, warum ich hier kein Orderbuch habe. Das verstehe ich irgendwie gerade nicht so wirklich, wo das abgeblieben ist. Ja, ne, so 20 Punkte drüber ist natürlich schon ein bisschen arg. Die ganze Tageskerze ist schon ein bisschen strange, wenn man sich das mal anguckt. Aber die 10 Uhr. Svenja sagt gerade auch einen schönen Long mitgenommen. Danke, lieber Dirk. Soll ich das denn verstehen? Ich heute der Kontraindikator hier? Das glaube ich nämlich nicht. Also zumindest nicht auf den ganzen Tag bezogen. Also die Geschichte waren jetzt halt, also hier dieser Ausbruch, ne, über die 106, das war jetzt halt wahrscheinlich den Stops geschuldet, ne, weil die halt auch schon öfters in letzter Zeit funktioniert hat und ist natürlich, wenn man es halt runter rechnet auf eine runde Nummer, sind wir halt bei 13.100 dort. Von daher jetzt auch erstmal nicht weiter verwunderlich, aber wie gesagt, wenn da jetzt halt irgendwie einer Lust hat, mich und die anderen Bären zu quälen und dann kriegen wir halt leider auch noch mal irgendwie ein Schübchen nach oben und müssen uns dann halt, wie gesagt, zeitlich in die ein bisschen nach hinten dann halt irgendwie orientieren, aber mal abwarten, ob das wirklich so kommt. Mal abwarten. Guck mal, sagst du nichts mehr, die Svenja. Und so hängt jetzt für meine Begriffe auch so ein bisschen davon ab, wenn wir jetzt halt hier die 106 gleich nochmal sehen, was dann halt entsprechend damit passiert. Kriegen wir dort entsprechend, das war ja halt der Punkt hier, kriegen wir dann halt eher Druck nach unten oder nach oben. Was mir halt echt nicht gefällt, ist hier gerade mit meinem Orderbuch. Da fehlt mir, ich habe mich da so dran gewöhnt. Auch wenn ich halt hauptsächlich aufs Bild gucke, aber man sieht ja natürlich schon, wenn da halt was nachgeschoben wird. Und ich sehe es halt leider gerade nicht. Also, da kommt sie wieder, die 106. Moment, die wollte ich ja gerade hier einzeichnen. Da ist er. So, und dann halt mal sehen, wie das Ganze denn jetzt wirklich schließen will. Ja. Weil wenn das halt jetzt hier nochmal drunter geht, und dann waren das halt höchstwahrscheinlich einfach nur ein paar Stops, die hier oben gefischt worden sind, das ist dann halt völlig in Ordnung. So, aber die 106, da haben wir es auf jeden Fall gerade nochmal gesehen. So, hängt natürlich jetzt auch, also wir haben jetzt halt hier die letzte M15, bevor jetzt die Stunde dicht macht. Wenn es nach mir geht, darf er jetzt gerne zur Eröffnung zurücklaufen. Was man natürlich halt auch machen kann, so 9,45 schließt genau da dran. Was man natürlich auch machen kann beim Skalieren, ist, man kann einfach jederzeit auch das Risiko natürlich wieder rausnehmen. Ne? Also wenn man halt vor allen Dingen jetzt halt so saubere Punkte hat, die nicht einfach überlaufen werden, wie hier die 106, da kann ich auch sagen, gut, da gehe ich eben bei der 106 wieder raus mit der zweiten Position und schnappe mir dann halt eben die zweite hier oben nochmal. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen der Vorteil.
weil man halt so eine gewisse Genauigkeit da halt reinkriegt. So sieht der M15 jetzt im Hintergrund aus. Wie gesagt, die Stunde sieht so ein bisschen böse aus. Erstmal, aber heißt alles noch nichts. Das Beste kommt ja meistens zum Schluss, beziehungsweise halt im Falle vom Markt kommt das Heftigste ja meistens zum Schluss. So, M5 brauche ich gar nicht zu gucken, das ist natürlich sinnlos, der ist jetzt einfach nur long erstmal. Aber könnte halt schon sein, ne, dass wir jetzt direkt einen Impuls bis an das Tageshoch von gestern kriegen und dann halt von dort aus dann Richtung 11 Uhr dann halt eher nochmal auf Anfang zurücklaufen. Es kann halt sein, ne, weil auf den zeitlichen Ablauf habe ich natürlich keinen Einfluss. Und generell, ne, ich meine, das hat man ja vorhin gesehen, hier hätte ich ja auch natürlich schon locker irgendwie 30 Punkte mitnehmen können, mehr sogar. Aber darum geht es mir jetzt zumindest heute halt nicht. Weil ich würde, wie gesagt, mein Wunsch wäre halt schon, hier eine Position irgendwie halt aufzubauen, die man dann irgendwie abends zumachen kann. Und jetzt nicht unbedingt nur die kurzfristige Bewegung da halt mit reinzukriegen. Das kann natürlich dann entsprechend logischerweise dazu führen, dass ich dann halt hier um 10 Uhr sagen muss, so, hat nicht funktioniert, das bis 10 Uhr halt irgendwie hinzukriegen. Und gehen dann halt hier mit einem Minus raus. Aber auch das kann man, glaube ich, mal verschmerzen. Ist natürlich schöner, wenn es anders ist, aber es ist ja auch nicht unbedingt die Regel. So, wir bräuchten jetzt nur einmal hier so ein Plöpp darunter und dann läuft es wahrscheinlich auch weiter. Aber den brauchen wir natürlich, ne? Einen, der die Geschichte hier verkauft, die 100 und 6 und keinen, der sie kauft, wie jetzt hier die ganze Zeit. Den brauchen wir nicht. Den sollte jetzt mal einer nach Hause schicken. Den kann man jetzt mal sagen, so Kollege, hol dir mal einen Kaffee und komm dann um 11 wieder. Dann reden wir weiter. Nelson, machst du das mal? Bringst du dem mal einen Kaffee? Oder bring ihm keinen, hol ihn zur Kaffee, schlepp den mal zur Kaffeemaschine. Okay, mache ich. Ja, nee, man sieht ja halt, ne, dass das natürlich jetzt einfach der Punkt ist. Ne? Hier irgendwie zuerst Widerstand, die ganze Geschichte, dann halt jetzt irgendwie drüber und jetzt wird halt versucht, das Ding zu halten und wenn das nicht gelingt, und dann rutschen wir da auch drunter. Vielleicht brauchst du auch wirklich mal jetzt irgendwie nur einen Minutentrigger, der das Ganze halt hier in Gang setzt. Wir werden sehen. We will see. Ah, die Svenja, okay. Svenja sagt, ich handle immer sehr kurzfristig und deine Erläuterungen haben dennoch gepasst. Aber selbst wenn du bärisch gestimmt bist. Gut, das gefällt mir schon besser. Was? Ich kann den Dirk nicht mehr hören. Geht das nur mir so? Ist das jetzt akustisch gemeint oder persönlich? Sebastian. Du bist gut zu hören. Also war es persönlich. Das wolltest du mir damit sagen, Nelson, ne? Das ist deine Interpretation. Die Antwort kam so schnell, das lässt nicht viel Interpretationsspielraum. Wir müssen reden, Nelson, dringend wieder. Das ist der war echt gut. Ja. So, komm, jetzt gib mir doch schon so einen Kick darunter. 59. So, dann gehe ich jetzt trotzdem hier mal
kurz. In den M5. So. Der hat zwar nicht so viel zu sagen, der M5 für meine Begriffe, aber halt für so eine nicht ganz so kurzfristige, aber dennoch kurzfristige Tendenz ist er manchmal schon dann auch wieder okay. So, ne, jetzt kriegen wir hier zumindest mal so ein bisschen Alarm. Hier unten auf das letzte Cluster. Also hier M1 natürlich, was jetzt halt wichtig wäre, damit so eine Nummer aufgeht, weil jetzt sind wir hier halt auch an der Eröffnung von dem M15, von daher jetzt auch nicht so ganz ohne. Da macht es auch durchaus schon mal Sinn, irgendwie zu sagen, okay, wenn er das jetzt irgendwie nicht nach unten kickt, und dann nehme ich halt hier die zweite Position jetzt erstmal raus aus der Skalierung. Also das heißt, ich mache halt hier quasi einen separaten Stop, also einen Teilstop, wenn man halt so will. So, und wenn es mir jetzt nur darum gehen würde, um das mal kurz festzuhalten, jetzt hier unbedingt bis 10 Uhr im Plus rauszugehen, würde ich jetzt auf den Knopf drücken und wäre es, ne? Aber wie gesagt, ich will ja eher versuchen, hier was zu machen, was halt so ein bisschen länger hält. Ja, Ja, mit aber 3 Minuten. nichtsdestotrotz. Bitte? Ich dachte, du wärst schon fertig. Ich wollte nur kurz sagen, dass wir in 3 Minuten Arbeitslosenzahlen in Deutschland haben. Ah, okay. So, jetzt sind wir hier wieder bei der 70. So, da kann man jetzt, ne, da würde ich jetzt ganz knapp dran gehen mit der zweiten Stop. Den würde ich jetzt erstmal auch nicht mehr verschenken hier oben. Deswegen den richtigen Stop halt auch mal dran. So, guck mal, was für eine schöne Nummer. Ja, jetzt sind wir schon doppelt so weit vorne, wie wir eben gerade noch hinten waren. So, die Hälfte ist wieder raus und siehe da. Hurra, hurra. Das Ganze, ne, umgerechnet sind wir jetzt hier 80 Punkte vorne, also mit den zwei Positionen. Ne? Die erste war ja 40 im Minus, jetzt 80 vorne. Das ist doch schick. Das kann sich doch jetzt auch sehen lassen. Egal, was nämlich jetzt kommt, nämlich auch wenn ich hier oben jetzt nochmal ausgestoppt werden sollte, ne, dann sind wir trotzdem 0-0 hier aus der ganzen Geschichte raus. So. Das bin ich natürlich auch etwas erleichtert an der Stelle, weil ich ja natürlich auch weiß, dass es durchaus den anderen gibt, der schon ein bisschen mehr auf das hört, was ich sage, als es vielleicht andere irgendwie tun oder ein bisschen mehr, was heißt hören, ne? Also halt großen Wert drauf legen und sich dann halt auch mal ein bisschen mehr trauen. Ich will nicht sagen nachhandeln, sowas gibt es natürlich nicht hier. So, den wollte ich umschalten. So, ne? Jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen plausibler aus, die ganze Nummer hier. Wir sind jetzt auch schon wieder in diesem Bereich, wo ich gesagt habe, so, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir da jetzt, dass wir dazwischen halt auch die Stunde schließen. Da sind wir jetzt zumindest mal. So, wann kommen jetzt die Arbeitslosengeschichten? In 1 Minute 55. 55, ja, bin ich ja mal gespannt. Das sollte, wie gesagt, also wer da jetzt irgendwie drin ist und sich nicht wohlfühlt, damit raus. Ja, also weil das Ding liegt ordentlich vorne, raus damit. Ich lasse es jetzt mal drin. Für mich ist auch okay, wenn wir hier mit 0 da rausgehen und man danach eben die Tendenz sieht, ne? Weil das jetzt auch jetzt hier nicht bei mir das Wahnsinnskonto, das ist vielleicht so ein bisschen der falsche pädagogische Ansatz, aber ja, also es wäre schon nicht ganz falsch, wenn man jetzt hier rausgeht. So, ich schalte jetzt mal um auf die Minute wieder. Wobei aber halt die Frage ist, ne, können die Arbeitslosenzahlen so viel? Also beim Dow hätte ich da jetzt ein bisschen so meine Bedenken, aber am DAX springt er eigentlich nicht so gerne so heftig in der Gegend rum. So. Christian sagt, danke, 100 € wegen dir verdient. Sehr schön, das freut mich doch.
So, ne, kommt irgendwie gar nichts. Hast du da irgendwie Zahlen? Gibt es da irgendwas Großartiges, was man da Ja, beachten es kann? ist gemischt, also. Okay. Also hat auf jeden Fall oder scheint nicht zu reichen für irgendwelche größeren Entscheidungen hier auch, wie man sieht. Das war jetzt erstmal die ersten paar Sekunden halt auch klar, aber automatisiert war da schon mal nichts irgendwie, was da halt jetzt irgendwie drauf gedrillt war, nach dem Motto, kauf den ganzen DAX, wenn, oder verkauf den ganzen DAX, wenn. Dann hätte man es schon gesehen. Dann wäre nämlich direkt in den ersten paar Sekunden die ganze Geschichte hier schon völlig anders gelaufen. So, was er jetzt halt macht, ne? Also jetzt halt hier, wenn man nochmal in den M15 halt zurückgeht, ne? Wir kleben jetzt halt hier genau unten am letzten Außenstab. Aber so ist das halt beim Seitwärts. Hat zwar vorhin auch nichts gebracht, aber nichtsdestotrotz sieht man es jetzt hier gerade. Ne? Es ist ganz klar, hier der letzte Außenstab, wo die ganze Geschichte sich jetzt hier abspielt. Und gut denkbar, dass wir halt hier nochmal in die Short reinlaufen. Und das wäre eigentlich ein guter Trigger für nochmal einen ordentlichen Schub nach unten, wenn wir jetzt hier unter der Eröffnung schließen. Weil das dann halt eigentlich ein Fehlsignal, ein bestätigtes Fehlsignal ist, wenn man halt, wie gesagt, von der Außenstabs Logik da halt herkommt. Weil zweimal umgedreht geht meistens nach hinten los. Und im H1, gut, da haben wir jetzt halt erstmal nichts. Im D1 sieht man es jetzt natürlich deutlicher. Ne? Hier oben dieser Widerstandsbereich, dass der halt auch entsprechend so reagiert hat, wie ich mir das dachte. Und wir jetzt womöglich auch hier heute das Tageshoch gesehen haben. Kann schon gut sein. Und wenn man natürlich dann irgendwie jetzt so eine Geschichte dann halt abstimmt mit einer Swing-Position und will da halt irgendwie was ganz anderes versuchen auf der Unterseite und wie gesagt, voraussetzt, er schließt jetzt wirklich hier drunter, dann hat man da natürlich halt dann auch so eine Eröffnung ganz gut dann halt auch für nutzen können. Aber bei mir ist ja, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht wirklich ein Swing, sondern wie gesagt, so eine Geschichte, die vielleicht ein paar Stunden halten könnte, hängt jetzt aber auch so ein bisschen davon ab, wie die Stunde jetzt halt hier schließt. Weil natürlich halt kann es jetzt sein, wenn wir jetzt ich gehe nochmal hier zurück auf den Stundenchart. Schon ein bisschen abgefahrene Kerze, ne? Aber wenn wir jetzt da halt als Beispiel das Ding in Long irgendwie beenden würden, und dann kann es natürlich auch sein, dass direkt nochmal Käufer auf den Plan ruft, die halt eben dann einen zweiten Anlauf versuchen. Wäre jetzt nicht so außergewöhnlich. So, die Eröffnung haben wir gerade, ne? Gerade hier nochmal drunter gespiked. Ja, ich ziehe den jetzt hier auch mal nach. Und wie gesagt, sollte er nochmal hochlaufen, werde ich es ja nicht mehr ganz zu Ende begleiten können, aber dann gehen wir halt hier mit einem schicken Plus raus. So, noch eine Minute, die gucken wir uns noch an. Und mein Ansatz wäre jetzt wirklich der, schließen wir unter der 044, würde ich das Ding drin lassen, schließen wir drüber, mache ich zu. Ja, heißt nicht, dass wir unbedingt danach nochmal hochlaufen, aber jetzt ein Schluss drunter würde für mich schon relativ klar bedeuten, dass eben halt auch die nächste Kerze halt eben auch relativ zügig dann auch nochmal den Weg nach unten fortsetzt. Ja, weil das halt hier halt auch, der Hintergrund ist der, um das auch nochmal hier kurz zu erklären, weil wir halt hier diesen Außenstab haben, ne, der jetzt hier gekauft wurde. So, ne, wir haben einen Schlusskurs drüber. So, wenn jetzt aber halt die nächste Kerze nochmal drunter ist, ist das für mich eigentlich ein bestätigtes Fehlsignal. Und mit so einem einfachen Signal, habe ich ganz oft schon, wo ich dann einfach Position aufgemacht habe und Stop irgendwo ins Nirvana gesetzt, also einfach safe irgendwo hin, nicht knapp, hat schon so oft funktioniert. So, wir sind aber drüber, ne? Und von daher habe ich ja gesagt, mache ich das jetzt erstmal zu. Wir sind an der Eröffnung, also exakten Doji. Und von daher bringt das, glaube ich, jetzt nicht allzu viel. Also drücke ich hier auf den Knopf. Und was haben wir da jetzt eingetütet? Der sitzt natürlich hier irgendwie an der falschen Stelle gerade. So, aber in Punkten
Der stimmt doch jetzt leider gar nicht. Was war denn das jetzt? Also der stimmt auf jeden Fall leider nicht. Warum auch immer, habe ich halt hier wieder so eine Zwischenversion drauf. Aber es waren ja dann halt, hat jemand aufgepasst? Es müssten aber 160 Punkte plus die 31 von hier oben, 90 durch 2. Ja, also 90 Punkte halt bezogen auf die erste Position auf jeden Fall, eigentlich eher mehr. Der Werner bedankt sich für 64 Punkte. Ja, also auf jeden Fall eine schicke, positive Eröffnung. Also positiv für mich oder die, die das genauso gesehen haben wie ich. Okay, ne? Also nochmal ganz kurz. Wie gesagt, das wäre dann halt jetzt ein Fehlsignal gewesen. Noch ist es aber halt nicht so, sondern wir sind einfach nur hier genau in dem Bereich gelandet, wo ich es halt gesagt habe. So, mehr kann man aber dann auch, glaube ich, oder mehr erwarten kann man immer. Aber ich glaube, damit kann man mehr als zufrieden sein. Das wollte ich jetzt eigentlich sagen, ne? Weil das war jetzt halt schon ziemliche Punktlandung, die ganze Geschichte hier. So. Gut, also ich bin happy mit dem Ergebnis. Ich hoffe, ihr konntet auch für euch da was halt mitnehmen. Und ja, Sebastian hat es nochmal klargestellt. Ich gerade, denke mal, ich kann ihn direkt nicht mehr hören. Und das war dann nicht persönlich gemeint, sondern akustisch. Und selbst wenn. So habe ich das auch gemeint. Ich bin da schmerzfrei, das weißt du. Zu mir kann man alles sagen. Also das muss ich schon anstrengen, um mich irgendwo. Ah, guck mal, so wird es auch hier heller. Ne? Da muss man sich schon mehr anstrengen, wenn man halt. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat alles gepasst. Ich bin happy und ich Mach hoffe, jetzt ihr nicht seid alles auch. kaputt. Mach das schöne Webinar jetzt nicht kaputt. Genau, ne? So. Ja. So. Dann sage ich an der Stelle mal Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Welche Richtung auch immer. Und darum geht es ja. Ne? Es geht ja nicht darum, irgendwie zu sagen, nee, ich gehe lieber long statt short. Und nee, hab doch gesagt, es geht long. Und wieso geht der short? Am Endeffekt geht es ja darum, halt irgendwie das halt so ein bisschen, das ganze Ding greifen zu können und dann halt entsprechend natürlich auch was mitnehmen zu können. So. Mehr ist es ja nicht. Ne? Und wie gesagt, ich würde halt hier, die Tendenz habe ich ja erklärt von meiner Seite, wie ich es sehe, auch vom zeitlichen her, vor 11 Uhr jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht mehr. Wenn man da halt dranbleiben will, braucht man vielleicht ein bisschen Geduld. Also jetzt in der Short-Richtung halt. Ne? Und aber so war das jetzt natürlich echt, ja, schon sehr nett vom Markt, dass er da wirklich genau sogar im Timing mitgespielt hat und dann um 10 Uhr tatsächlich exakt da auch geschlossen hat, wo ich ihn am liebsten gehabt hätte. So, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ich sage Dankeschön, danke natürlich an dich, Nelson, dass du es wieder einmal mehr, wieder einen Tag mehr ausgehalten hast hier mit mir. Und das nächste Mal kannst du ja mal überlegen, können wir das ja vielleicht tatsächlich von hier machen, fände ich halt nett. Ich besorge auch noch eine zweite Kamera, dann setze ich dich nämlich raus auf den Balkon oder so. Da Ja, störst sehr du dann. gut. Da störst du dann auch nicht. Nein, Spaß. Und Ja. wie gesagt, kannst du ja mal gucken. Und natürlich auch schönen Gruß an deine Kollegen hier bei FX Flat. Du hast das letzte Wort, mein lieber Nelson. Ja, super. Und ich Vielen, sage an vielen der Dank. Stelle, lauscht dem Nelson und danach gedanklich Tschüss. Ich mach's kurz. Vielen Dank für das Webinar und natürlich vielen Dank an alle, die heute live dabei waren. Und ja, ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag. Passen Sie auf viele Positionen auf. Genau, hier schreiben auch viele. Lieber Dirk, kannst ja nochmal lesen. Super Feedback, super Webinar, kann ich mich nur anschließen. Und Freitag geht's ja weiter mit Dirk, NFP Live Trading, Viertel nach 2. Und wäre schön, wenn Sie dann auch dort live dabei sind. Bis dahin, alles Gute, erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.